nicht rum. Jetzt lacht es jetzt. Die Egos, die sind immer so. Nein, lacht. Ja, genau. Was steckt denn da drin? Was ganz Spannendes. 1,8er? Ja, 1,8er, 109 PS. Ja. Oh, wir haben jetzt gerade knapp vor 300.000 Kilometer. Ja. Was ja noch gut bringt, ne? Wo ihr immer sagt, das Gewicht rollt nach unten, das ist ein Schalter. Mein Gefühl ist ja. Du sagst dreistellig? Ja, ja. Die meisten, die wir gemessen haben, 109er hatten wir ja schon dabei, also die kleinen Motoren. Um die 100 hatten die. Capo WL 97 und sowas. Wie lange besitzt du das Auto denn schon? 7 Jahre. Bist du denn zufrieden mit der Fahrleistung? Ja. Ich habe hier ein gutes Zustand gekauft, aber ein sehr, sehr gutes Zustand. Also, das ist ein Fahrzeug, der ist seit 96 in der Gesamtheit. Ja. Ich habe ihn eher als Alltagsfahrzeug genutzt. Mhm. Ich habe ihn auch in den Regen festgestellt. Und auf einem immer schnurrt. Okay, siehst du, aber für dich ist das H-Kennzeichen gerade sehr wichtig. Nicht unbedingt. Also ich spare da ja nichts. Nee, weil der überhaupt nicht. Es geht nur darum, am H-Kennzeichen, wenn ich nicht verlierer jetzt kommen. Ich kann ihn auch noch aus der Garage regeln und irgendwo in der Stadt noch bewegen. Das weißt du, was du meinst? Verstehe. Ja. Ja. Sehr interessant. Dann wollen wir mal schauen. 100 Volt, der ist, gibt's. Du sagst, der könnte danach ranliegen. Ja. Dann probieren wir. Wenn das jetzt nicht kommt, dann ja.